von euren Freunden, sag mal, du hast 10 Freunde, wie viele gehen nach Deutschland? 8, 9 vielleicht, ja. Krass. Hast du dein Visum bekommen? Nein, oder? Ich habe nur meine Unterlagen abgegeben. Ich muss jetzt ein paar Tage warten. Hätte irgendwas schief gehen können? Ja. Was denn? Es könnten Unterlagen fehlen. Warte, wie ist das super? Aber ja, glaube ich, mit jemand Spaß sagt, wir drücken ein paar Dokument. Alle, die das Rätsel haben, nicht bei Lana. Eide, Dob, Eide, Tschu, Jumasip, Ciao. Ist sie auch erleichtert, deine Mutter? Ja, ein bisschen. Wie finden es deine Eltern, dass du gehst? Sie freuen sich, weil ich hier wirklich keine Zukunft habe. Und ich habe 6 Jahre studiert und es war wirklich schwer. Und jetzt warte ich auf eine Arbeit und ich habe keine Arbeit und ich kann hier keine Arbeit finden. Ich werde immer gefragt, warum hauen die Leute ab? Man kann ja auch mal umgekehrt fragen, weswegen sollten sie da bleiben? Also, wo ist denn die Perspektive? Was sollen sie denn machen? Weil es in diesem Land nichts gibt, nichts zu tun gibt. Eine krasse Arbeitslosigkeit und weil es die Möglichkeit gibt, das Land zu verlassen. Also, wenn wir in Deutschland irgendwie über Demografie reden und darüber, dass irgendwann die Renten nicht mehr bezahlt werden können, dann stellt ihr das in Bosnien noch 100-mal schlimmer vor. Das ist das, was da gerade passiert. Das sieht alles so Jugo-mäßig aus. Das ist Wahnsinn. Wann hast du denn das erste Mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt, nach Deutschland zu gehen? Ich wusste die ganze Zeit, dass ich nach Deutschland gehen kann, aber ich wollte es nicht. Am Anfang, als ich mein Studium abgeschlossen habe, wollte ich hier bleiben mit meiner Familie und meinen Freunden. Aber als ich gesehen habe, dass ich keine Gelegenheit, keine Chance hier zu bleiben habe, dann habe ich beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Außerdem wollte ich auch mein ganzes Leben nach Deutschland gehen. Und dann war ich ein bisschen durcheinander und ich wusste nicht, was ich tun soll. Aber als ich gesehen habe, dass ich hier nicht bleiben kann, hier keine Arbeit finden, ich kann hier nicht überleben. Also einen Job kriegst du über Kontakte und nicht, weil du gut bist oder weil du ein richtiges Parteibuch hast. Das hat mit Qualifikation oft wenig zu tun. Als ich die Bewerbungen geschickt habe und keine Antwort bekommen habe, ich war wirklich verzweifelt. Ich dachte, ich werde nie eine Arbeit finden. Das war wirklich grausam. Aber zum Glück, alles ist jetzt gut. Und jetzt gehst du wohin? In Ochsenfurt. In Ochsenfurt ungefähr in? In 10 Tagen. Wenn dein Visum kommt. Ja. Auf was freust du dich besonders in Deutschland? Auf alles. Ich weiß nicht, auf Dezember und auf die Weihnachten. Ja, darauf. Und ich freue mich, dass ich endlich arbeiten anfange, weil ich Medizin wirklich liebe und ich wollte mein ganzes Leben mich mit Medizin beschäftigen. Es ist quasi ein abgedatetes Gastarbeitertum, das Deutschland heute aufsetzt, um junge Bosnierinnen und Bosnier nach Deutschland zu holen. Wenn ich jetzt in Bosnien noch mal wäre mit Mitte, Ende 20. Und mit den Perspektiven, die man in Bosnien hat? Nee. Wie viele von denen, glaubst du, gehen nach Deutschland? Von euren Freunden? Sag mal, du hast 10 Freunde. Wie viele gehen nach Deutschland? 8, 9. 8 oder 9? Krass. Thank you.
es könnte nichts in Bosnien passieren, dass ich zurückkomme. Aber ich denke, dass ich vielleicht die Einsamkeit in Deutschland nicht ausstehen könnte. Ich hoffe nicht, dass das nicht passiert, aber das würde das Einzige. Straight 6:30. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde im Auto unterwegs, um unsere nächste Protagonistin zu treffen. Selena wohnt hier tatsächlich, also tatsächlich schon sehr viel weiter im Vorort, als ich dachte, eigentlich außerhalb von Sarajevo. Wir besuchen die, weil die ist auch 24, arbeitet in einem Callcenter und muss jeden Tag diese gute Stunde ungefähr so in die Stadt pendeln und dann mit deutschen Stromkunden telefonieren, weil Callcenter sind Big Business in Bosnien und zwar für deutsche Kunden, also für deutsche Firmen. So, sind wir da? Da ist auch der Bus. Wir haben, das ist zu früh. Schon unser Bus? Ja, da ist zu früh. Aber ist nicht schlimm, oder? Nehmen wir den. Ja, geht auch. Das ist auch nicht so viele Leute drin. Er sagt mir, hast du gefragt, dürfen Sie mit der Kamera hier reinkommen? Wer hat mir erfahren? Ja. Fangen wir mit Deutschland an. Weshalb kannst du so gut Deutsch? Ich bin in Deutschland geboren. Und da war ich so ungefähr 6 Jahre, da war ich auch im Kindergarten und alles. Aber wenn wir hier doch zurückgegangen sind nach Bosnien, wir mussten das so, weil die Polizei uns zurückgeschickt hat nach dem Krieg. Genau. Und ich habe da auch viel Fernsehen gesehen, dann habe ich das alles so. Was war deine Lieblingsserie in Deutschland? Dragon Ball Z. Nochmal? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ah, okay. Die Idee war es schon, dass die Bosnier nach Ende des Krieges nach Bosnien-Herzegowina zurückgehen. Was natürlich für viele ein Problem war, weil, hey, also ja, es war wieder Frieden im Land, aber die Hälfte der Bevölkerung war vertrieben. Und also das war jetzt nicht so, dass man einfach an seinen Heimatort zurückgehen konnte. Das konnten sehr, sehr viele nicht, weil das halbe Land ethnisch gesäubert war. Wieso gibt es so viele Callcenter in Bosnien, glaubst du? Ich denke dann, dass die Deutschen das nicht arbeiten möchten. Dann kommen die also hier an Partner mit unseren Arbeitgeber. Es gibt viele verschiedene, also wie Versicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung, also auch für die Abo-Zeitschriften, Strom, Gas. Man ist für die anderen Jobs auch gut bezahlt. Denn ich arbeite nicht so hart. Also ich sitze, wenn nicht auf den Regen, auf der Sonne bin ich auch nicht. Also du verdienst ungefähr 500 Euro. 500 also 100 Euro. Mark, dass hier gut Lohn ist. Sag mal, glaubst du, dass deine deutschen Kundinnen und Kunden wissen, wo du sitzt? Nein, das dürfen wir auch nicht sagen. In manchen Callcenter dürfen wir uns auch, ich vorstelle mich mit meinem Namen, so Sanela. Mein Name, aber hier muss ich also einen deutschen Namen haben. Da. Also sag mal deinen bosnischen Namen und dann, wie ist dein deutscher Name? Ja, Sanela bin ich bosnisch und Susanne Bauer bin ich also in Callcenter. Und du warst immer Susanne Bauer im Callcenter? Ja. Wie heißen deine Kolleginnen? So die deutschen Namen? Ja, es gibt Viktor Braun, Dennis Stein, so sind es immer so ungefähr deutsche Namen. Also so wahnsinnig deutsche Namen. Ja. Wenn wir jetzt arbeiten würden, wären wir auch nicht Christa und Sami, dann wären wir auch Max und Moritz, ne? Sie fährt mit dem Bus, steigt aus, muss in diese Trambahn, um in die Arbeit zu kommen. Die fuhr an diesem Tag nicht. Es war halt Stau, keine Trambahn, es hat geregnet, super crowded und Sanella ist auch noch schwanger. Und hast du noch Familie in Deutschland? Ja, ich habe viele, also Tanten dort und Cousine, ja, die alle sind dort und haben Papiere, die leben dort, also egal, arbeiten dort. Und wenn wir fragen dann für die Arbeit oder für irgendetwas, dass wir da hinkommen, dann sagen sie, es ist schwer, da kann man nichts finden, bla bla bla, so eine Ausrede. Dann sage ich, warum kommt ihr denn nicht in Bosnien und arbeitet für 500 Mark und so. Und dann, was sagen sie dann? Ja, dann sind sie still. Dann sind sie still, auf jeden Fall. Aber es wäre schon quasi ein Ziel für euch, auch wieder zurückzugehen irgendwann. Ja, das ist auf jeden Fall, mein Kind kann ich hier gar nichts anbieten. Mhm. Der kann die Ausbildung machen, aber er wird das nicht arbeiten für die Ausbildung, was er gemacht hat oder so etwas.
gibt zwei Arten von Leuten, die gerade in Deutschland genommen werden. Das eine sind sehr gut ausgebildete Leute, hauptsächlich aus dem medizinischen Sektor und aus dem Care-Bereich. Und das andere sind Leute, die bereit sind, für sehr wenig Geld auf dem Bau zu arbeiten. Als Hilfsarbeiter. Und jede Qualifikation dazwischen ist schwierig. Wenn du eine Geschichte über Bosnien machst, dann wollen am Ende immer alle hören, dass es besser wird, dass die Zukunft besser wird. Es tut mir leid, es deutet nicht viel darauf hin, dass es besser wird. Es gibt Probleme, aber es ist ein wunderschönes Land mit sehr coolen und gastfreundlichen Leuten und sehr guten Menschen. Die halt alle einfach schon krass viel mitgemacht haben oder krass viel erlebt haben. So. Weißt du, du bist 26, bist quasi mehr oder weniger in zwei Ländern groß geworden, wurdest abgeschoben, versuchst jetzt wieder in dieses Land zurückzukommen. Weißt du, das ist einfach alles mega krass. Also, was passiert da in deinem Kopf, wenn du allein schon drüber nachdenkst? Das ist doch krass.